Ja, herzlich willkommen zur großen Töpfchen-Show zum Thema Neuheiten. Und wir haben wirklich spektakuläre Neuheiten für Sie vorbereitet. Es ist ein Kracher, ein Feuerwerk der Top-Gadgets, die man jetzt unbedingt gut gebrauchen kann. Und vor allem das Neuheiten, die haben es jetzt schon in die Top 10 geschafft. Die sind jetzt schon so beliebt und stark nachgefragt, wie auch unser erster Platz. Den habe ich heute das erste Mal in meinen Händen halten dürfen. Schauen Sie selbst, hier ist für Sie Platz Nummer 10. Platz Nummer 10 ist die Revolution, wenn es ums Thema Fensterputzen geht. Ab sofort müssen Sie nicht mehr Fenster putzen, sondern das macht unsere Neuheit, unser Fensterputzroboter. Juhu, so, und jede Menge Zubehör natürlich, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen, denn dieser Fensterputzroboter, liebe Zuschauer, der ist so neu, der ist fast noch warm. Das Schöne ist, den bekommen Sie als absolute Premiere schon vor allen anderen Kunden, denn das ist ein Artikel, den wir erst im nächsten Katalog, der noch nicht mal in der Produktion ist, tatsächlich vorstellen dürfen. Sie haben jetzt schon die Chance zuzugreifen. Das ist wirklich absolut Spitzenklasse, was die Firma Hobart tatsächlich hier auf die Beine stellt. Und das mittlerweile seit über 10 Jahren. Sie sind einer der Top-Spezialisten, damals als kleines Start-up angefangen, mittlerweile einer der top-weltweiten Anbieter für Home-Robotics. Deswegen steht der Name Hobart obendrauf. Das heißt, sie machen alles, was irgendwie die Arbeit zu Hause erleichtern kann. Die machen Fensterputzroboter, die machen die Bodenwischroboter, Staubsaugerroboter und all diese ganzen Geschichten. Und das hier ist so flammneu, dass er als Launch auch auf der Homepage bei Hobart ganz, ganz oben steht. Ich bin mal gespannt, wie viele Preise auch dieser Kamerad wieder abräumen wird. Aber es ist natürlich ein klassischer Fensterputzroboter. Und das sage ich nicht despektierlich, das sage ich voller Respekt bei so einem Gerät. Denn dieser Fensterputzroboter nimmt Ihnen die Arbeit ab, glatte Flächen zu reinigen. Das macht dieser natürlich noch mal einen Tick besser, auch wenn es kaum möglich ist, im Vergleich zu seinen Vorgängern. Wir haben natürlich jetzt hier wieder ein Gerät, was mit Unterdruck funktioniert. Das heißt, Sie setzen diesen Kameraden ganz einfach mit dieser Seite, mit diesen tollen Mikrofaserpads, von denen 3 Stück im Set enthalten sind, logischerweise auf die glatte Fläche drauf. Ich sage bewusst glatte Fläche, ich komme gleich noch darauf zu sprechen, warum. In der Regel eine Fensterscheibe, machen das Ganze an und schon gibt er Gas. Er reinigt so lange die Scheibe aus, egal ob gerade, ob schräg, ob klein oder groß, bis die Scheibe bis auf den letzten Fitzel ausgereinigt ist. Und er weiß, wann die Scheibe sauber ist, weil hier die modernste Sensorelektronik mit verbaut ist, die man derzeit für Geld überhaupt kaufen kann. Es ist Spitzenklasse. Hat nochmal 4 zusätzliche Sensoren bekommen. Das heißt, hier an den Seiten, an den Kanten, sehen Sie nochmal kleine Aussparungen hier auch in den Mikrofaserpads. Das heißt, jetzt ist die Kantenerkennung dann, wenn zum Beispiel auch mal keine Kante oder kein Fensterrahmen oder was vorhanden ist, zum Beispiel auf einer Spiegelscheibe oder mal auf einer Glasplatte, noch ausgereifter, noch präziser arbeitet dieses Gerät als seine Vorgänger und die waren schon Spitzenklasse. Eine weitere Neuheit bei dem neuesten Fensterputzroboter von Hobart ist natürlich hier diese doppelte Sprühfunktion. Das heißt, wir haben 2 Tanks. Dieses Gerät verfügt über 2x26 ml Tankinhalt und jeder Tank hat ungefähr 50 oder Flüssigkeit, Reinigungsflüssigkeit drin für ca. 50 Quadratmeter Fläche. Damit Sie auch hier professionell versorgt sind, bieten wir Ihnen natürlich im Zubehör, ist gleich schon im Lieferumfang enthalten, auch eine Flasche mit Reinigungsflüssigkeit mit dazu. Sie bekommen ihn nach Hause und Sie werden sich wundern, wenn Sie ihn auf die Scheibe aufsetzen und ihn einschalten, wird er mit Ihnen sprechen. Und auch das ist eine absolute Neuheit, hat es so in dieser Form noch nie wirklich gegeben. Er sagt Ihnen die einzelnen Schritte an, was dieses Gerät im Einzelnen tut. Sie können sich das anhören. Sie können natürlich auch jederzeit mit der Fernbedienung das Automatikprogramm unterbrechen, ihr eigenes Programm starten, wenn Sie möchten. Wenn Sie sagen, guck mal da oben, da kannst du nochmal drüber gehen. Aber Sie können ihm auch Ihr volles Vertrauen schenken, denn er reinigt glatte Flächen absolut präzise und 100% zufriedenstellend aus. Jetzt verrate ich Ihnen, warum ich die ganze Zeit von glatten Flächen rede. Der kann natürlich Glasscheiben. Durch den Unterdruck kann der also auch Dachschrägen zum Beispiel, auch Wintergärten von innen und von außen, bei großen Flächen, ist der absolut sensationell und entfaltet seine volle Leistungsbreite. Aber er kann eben auch glatte Flächen machen oder Flächen mit Fugen machen, wie zum Beispiel einen Fliesenspiegel. In der Küche zum Beispiel, da wo immer das Fett vom Kochen hinten dran spritzt, setzen Sie ihn einfach drauf, er putzt das alles ganz hervorragend, müssen es also nicht extra da im Schweiße Ihres Angesichts dann wieder sauber machen. Im Badezimmer, besonders dann immer ein Problem, wenn der Fliesenspiegel bis unter die Decke gemacht worden ist. Da muss man zum Teil schon eine Leiter besorgen, um da auf 2,50 Meter, zum Teil 2,80 Meter oder 3 Meter im Altbau überhaupt hochzukommen. Das macht der hier in einer absoluten Perfektion. Ja. Anna, du hast den Vorgänger zu Hause und du bist schon sehr begeistert davon. Was hältst du von dem neuen? Also
Ich werde mir den auf jeden Fall mal mit nach Hause nehmen und mal ausprobieren. Ich bin total begeistert. Ich bin ja vom Vorgängermodell schon begeistert. Mhm. Aber das ist natürlich toll, weil du hast hier noch bessere Reinigungsergebnisse. Ja? Durch diese zwei Sprühtanks. Und da ist ja alles dabei. Das ist super. Also auch, dass die Sensoren ausgespart worden sind, das ist genial. Ja. Sollten Sie jetzt schon bestellen. Wir haben die Erfahrung gemacht, gerade auch bei den letzten Modellen, da haben wir kaum eine Lieferung bekommen, da war sie auch schon wieder ausverkauft. Das hier ist das brandneue, das flammneue, absolute Vorpremierenmodell von der Firma Hobart. Sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Testen Sie ihn und Sie werden eine Freizeit erleben, ein Putzerlebnis erleben, während Sie sich mit Ihren anderen Freizeitbeschäftigungen beschäftigen können hier, wie Sie es wahrscheinlich zuvor noch nie gesehen haben. Absolute Vorpremiere, sind wir richtig stolz drauf, dass wir die Ersten sind, die ihn zeigen können. Deswegen bestellen Sie am besten jetzt, der Preis ist spitze, auch noch Port- und Versandkosten frei geliefert. Sie werden sich ärgern, wenn Sie es nicht tun. Ja, auf jeden Fall. Also ich werde ihn jetzt auch mal ausprobieren. Ich bin vom Vorgängermodell begeistert. Ich bin eigentlich von allen Produkten von Hobart begeistert. Denken Sie dran, das ist hier eine absolute Vorpremiere aus dem kommenden Katalog. Sie exklusiv als Pearl TV-Zuschauer können den jetzt bestellen. Sobald dann der Katalog draußen ist, wird der absolute Run losgehen. Und dann natürlich auch nicht für 427 Euro. Dann kostet er ein bisschen mehr, weil das ist ja unser spezieller Einführungspreis. Den bekommen Sie nur jetzt und die nächsten zwei Stunden in unserer Top 10 Show zum Thema Neuheiten. Die bestellen wir für unseren brandneuen Fensterputzroboter. Ist die ZX7080 und die 569. Ich bin immer der Meinung, Fensterputzroboter, der Name wird ihm nicht gerecht. Er reinigt alle glatten Oberflächen. Übrigens, wenn Ihnen die Stimme nicht gefallen sollte, die da mit Ihnen spricht, Sie können auch selbst besprechen mit Ihrer eigenen Stimme. Auch das ist so eine kleine Erneuerung von Hobart. Ja, und bei uns geht es auch schon mit der nächsten Neuheit weiter. Und aber diesmal mit dem Thema Fahrradfahren. Fahrradfahren ist ja momentan sehr beliebt. Es ist warm draußen. Wir alle wünschen uns jetzt viel in der Natur zu sein. Ja, noch so ein Fahrrad sollte ab und zu gepflegt und geputzt werden. Und wie wir das machen, ganz einfach mit Platz Nummer 9. Platz Nummer 9 für unser Fahrradkettenreiniger mit Bürste und Zahnkranzkratzer. Für das Wort Zahnkranzkratzer habe ich ein paar Minuten üben müssen, bis das raus war. Man nennt es auch schlicht und ergreifend, da wo ich herkomme, Ritzel. Das sind diese kleinen Scheibchen, wo die Kette drüber läuft. Aber fangen wir ganz einfach vorne an. Jeder, der ein Fahrrad besitzt, weiß natürlich, dass gerade nach so einer langen Wintersaison mitunter so eine Kette auch mal ein bisschen verschmutzt ist. Das Öl wird etwas klumpig, ist bei jedem Öl ganz einfach so und kann natürlich rosten und dergleichen. Und Sie wissen eben, das ist nicht gut, wenn man fährt. Das macht den Tritt schwerer und so weiter. Die Kette kann abspringen, das wollen Sie nicht. Sie möchten ein fließendes Ergebnis haben. Jetzt habe ich also auch in meinem Leben schon einige Stunden damit zugebracht, mit einem alten T-Shirt in irgendeiner Form jetzt hier auch nochmal die Kette auszureinigen, was man natürlich jetzt hier nicht mehr muss. Hier setzt man ganz einfach hier, Moment, so, hier macht man das ganz einfach auf. So sieht das Ganze aus von innen. Ja, so setzt man das ganz einfach drauf und zieht ganz einfach jetzt hier im Vorwärts- oder im Rückwärtsgang, wenn Sie keine Rücktrittsbremse haben, die Kette durch diese, sagen wir mal, Kettenwaschanlage. So habe ich sie mal ein bisschen intern getauft. Hier sind schöne, stabile Nylonbürsten mit drauf, das Ganze mit einem Zahnradbetrieb. Zwei-, dreimal durchgezogen und die Kette ist perfekt sauber. Jetzt können Sie die Kette ganz einfach wieder neu einölen. Die Finger bleiben sauber und vor allen Dingen machen Sie auch die Klamotten nicht schmutzig, denn altes Öl, es gibt nichts Schlimmeres, das kriegen Sie nie wieder aus den Bekleidungen raus. Das ist eine richtig coole Angelegenheit, wird einfach draufgesetzt, zugemacht das Ganze, hat einen schönen ergonomischen Griff, der wird einfach hier auf der Seite wieder draufgesetzt und schon kann das Reinigen der Kette wieder losgehen und du hast ein vernünftiges Ergebnis. Natürlich sind hier die verschiedenen Kratzelemente ebenfalls noch mit dabei, gerade auch für die schwer zugänglichen Stellen haben wir diese tolle Nylonbürste ebenfalls noch mit im Angebot, ist alles im Set enthalten und der Zahnkranzkratzer, da bleibt auch ganz gerne mal ein bisschen Öl oder ein bisschen Rost hängen, damit läuft die Kette wieder wie geschmiert, so wie sie eigentlich funktionieren sollen. Schöner ergonomischer Griff ist auch noch mit dran. Das heißt sauber und vernünftig und so macht das Fahrradfahren dann auch in der Zukunft wieder richtig Spaß. Das ist mal eine nützliche Kleinigkeit und es garantiert auch eine längere Lebensdauer der Kette. Ne? Also alles, was man pflegt und putzt, bleibt länger erhalten und so gilt das auch für die Kette vom Fahrrad. Und gerade ein Fahrrad ist ja auch teuer, möchte man ja auch pflegen und wenn das so einfach geht, ist das natürlich toll. Die Waschanlage für Ihre Fahrradkette gibt es mit der Bestellnummer NX1543 in der 569. Muss man auch nicht zum Fachmann, das kann man ganz einfach selbst machen. Ne? Und das für wenig Aufwand, kleines Geld, also das investiert man noch gerne in die Pflege von der Fahrradkette. Ja, und
gepflegt bzw. mit genügend Luft geht es hier weiter. Denn ja, viele, viele Sachen außer Fahrradräder benötigen natürlich Luft, aber noch viele mehr Sachen. Und gerade jetzt im Sommer, wenn man draußen ist, zum Beispiel auch mal so ein Ball oder so ein Lufttierchen, was man da aufpusten möchte. Und damit Sie nicht selber pusten müssen und das Ihnen schwindelig wird, kommt hier unser nächster Platz. Hier ist für Sie Platz Nummer 8. Ja, eine akkubetriebene Luftpumpe. Ich finde, die kommt wie gerufen. Uns ist schon so oft schwindelig gewesen, weil wir versucht haben, verzweifelt irgendeine Luftmatratze aufzupusten. Ne? Ja, und genau so ist es. Wir haben natürlich Sommerzeit und das bedeutet, viele von Ihnen werden sicherlich mal in der Freizeit an den Badesee fahren oder an den Baggersee oder vielleicht auch mal ins Freibad gehen oder natürlich auch im Urlaub ganz einfach mal so kleine Schwimmtierchen dabei haben. Oder mal eine Luftmatratze, ist ja eine richtig tolle Angelegenheit. Nur, wenn man dann versucht, diese Dinger hier aufzupusten, muss man immer schauen, dass man hier diesen Sicherungsplin einigermaßen wegmacht. Und dann pustet man, dann hat man noch zwei oder vielleicht drei Kinder dabei. Jeder hat ein Schwimmärmchen oder einen Schwimmring oder eben so ein Ball mit dabei. Das geht ganz schön auf die Lunge und da kommt schon so manch einer an seine Grenzen. Das hier ist die perfekte Luftpumpe. Die ist nämlich akkubetrieben, der Akku hält ewig und diese Luftpumpe kann bis zu 500 Liter Volumen pro Minute in diese Schwimmelemente hineinpusten. So weit, so gut, das zeige ich Ihnen gleich. Was es aber auch kann, das ist sensationell, Sie können diesen Aufsatz natürlich auch hier an anderer Stelle platzieren. Und das bedeutet, diese Luftpumpe nimmt natürlich auch die Luft wieder raus. Und das ist für viele das eigentlich größere Übel, wenn du nämlich die Luft aus so einer Luftmatratze wieder rausnehmen möchtest. Kennt man das? Man knautscht die, man drückt sie und so weiter. Und da musst du das Ventil immer festhalten, damit dir die Luft überhaupt rausgehen kann. Das alles macht dieser kleine Kamerad absolut zuverlässig. Ist ein unglaublich nützliches Utensil und ich zeige Ihnen mal, wie einfach das funktioniert. Sie haben drei verschiedene Aufsätze mit dabei, setzen das Ganze ganz einfach hier drauf. So, und jetzt machen Sie Folgendes. Jetzt nehmen die Sicherungskappe runter und lassen das Ganze starten. So, Achtung. Boah, das geht aber fix, du. Wow. Probier. Nicht schlecht. Überleg mal, wenn du diesen Ball mit Mund aufpusten müsstest, würdest du dafür locker 5-6 Minuten investieren. Das geht ja rucki zucki. Lass mal einfach mal hier. Schau, wie schnell das geht. Auch mal für die Schwimmflügelchen der Kinder. Na klar. Oder so eine Schwimmmatratze. An der Luftmatratze, da kannst du schon teilweise verzweifeln. So. Aber so einfach funktioniert das und genauso einfach und ehrlich gesagt noch sehr viel schneller. Das waren 30 Sekunden. Wow. Achtung. Zack. Jetzt nimmst du den raus und der Ball ist aufgepumpt. Und das ganz mühelos. So einfach kann das sein. Und jetzt kann der Sommer auch gerne kommen. Mit so einer Luftpumpe sind Sie für alles bestens gewappnet. Ja, vor allem für 21 Euro, bevor ich jetzt da selber mich hinstelle und mir dann noch schwindelig wird. Das ist natürlich toll, weil es ist akkubetrieben, ne? Also brauchst keine Kabel, du hast es immer dabei, passt in jeden Rucksack, überall rein, in jede Strandtasche. Mhm. Und unseren nächsten Platz könnte man auch überall dabei haben, um mit anderen zu kommunizieren. Ob bei der Schnitzeljagd oder bei der Fahrradtour oder beim Campen oder wo auch immer. Hier kommt für Sie unser nächster Platz. Hier ist Platz Nummer 7. Zweierset unserer Funkgeräte. Auch mal toll, wenn du irgendwo in der Pampa bist, wo du mit dem Handy nicht weit kommst, weil du keinen Empfang hast. Genau, ne? So ist es. Wie zum Beispiel in Dassel. So, ja, hier bei Solingen ist das teilweise wirklich so eine Sache. Wenn man hier über den Berg fährt, ja so ein bisschen durch die Pampa, ist wunderschön von der Landschaft her, aber vergessen Sie da mal ein Handy, da haben Sie überhaupt keinen Empfang. Wir sind sowieso in Deutschland in so einer kleinen Funkwüste. Ich glaube, Deutschland liegt im internationalen Vergleich tatsächlich auf Platz 57, wenn es um die Netzauslastung geht. Und da sind Sie natürlich mit so einem Funkgerät, mit so einem Walkie-Talkie besser bedient. Denn dieses Gerät hat bis zu 10 Kilometer Reichweite. Bis zu 10 Kilometer Reichweite. Und das wollen wir jetzt mal testen. Ganz so weit möchte ich die arme Anne natürlich jetzt nicht unbedingt losschicken. Kristen, are you there? Over. Hello. Hello, how are you and where are you? Ah, sie ist irgendwo im Studio unterwegs. You like this walkie-talkie? Can you hear me? Yeah, I can hear you, clearly. La la. Do you like the walkie-talkie and the sound of that? No.
Ja, Sie sehen natürlich, liebe Zuschauer, so ein Walkie-Talkie ist zum einen natürlich ein grandioses Spielzeug für Kinder. Mein Sohn liebt so etwas. Das geht, ich glaube, das Alter hört nie wirklich auf. Ich gehe stramm auf die 50 zu. Ich finde die Teile immer noch großartig. Aber es ist auch ein nützliches Utensil. Du hast die Funklöcher angesprochen. Ja, mitunter kommt... Ja, I can hear you. Over. I'm going pretty far. You're moving forward. Ja. You're dancing in the dark. Ja. Die entfernen sich also immer weiter weg. Das sind doch jetzt gut, weiß ich nicht, 50 Meter? Von hier aus? Locker schon 50 Meter. Mindestens. Das ist natürlich ein Kindergeburtstag. Das Gerät kann bis zu... Ja, ja, ja. Ja. Den kann man sogar Geld sparen. Damit kann man sogar Geld sparen. Und genau das ist der Punkt. Gerade im Ausland, wenn Sie jetzt mit 2, 3 Autos zum Beispiel in einer Kolonne fahren und das erste Auto hat dann festgestellt, die Insassen haben festgestellt, ich muss mal eben raus an den nächsten Parkplatz. Ich brauche was zu trinken, ich muss mal auf die Toilette, wie auch immer. Ja, dann kramt man natürlich das Handy raus. Beim Fahrer ist es immer noch mal so ein Problem. Soll man nicht machen, in Deutschland nicht und natürlich auch im Ausland nicht. Jetzt können Sie ganz einfach per Walkie-Talkie sagen, so Freunde, ich muss mal eben raus. Ja, ich muss mal eben zur Toilette oder ich hole mir mal eben eine Flasche Wasser oder ich muss tanken gehen. Bei Wanderungen zum Beispiel oder bei Unternehmen, und im Allgemeinen, eine Gruppe läuft vor, die andere läuft ein bisschen hinterher, zwischendurch mal fragen, ob alles in Ordnung ist. Kristen, everything's fine for you? Everything is perfecto. Ja, alles ist absolut perfekt. Ja. Also das macht wirklich Spaß. Das Schöne ist, Sie haben 8 verschiedene Kanäle. Es gibt insgesamt 32 Unterkanäle. Das heißt, Sie werden immer einen freien Kanal finden. Und sollten Sie mal zwischendurch in die Verlegenheit kommen und mal ein Licht brauchen, Kristen ist da jetzt im Dunkeln unterwegs, dann hat dieses Walkie-Talkie natürlich auch noch eine kleine Taschenlampe mit dran. Sie sehen es hier im oberen Teil. Das Ganze natürlich mit Gürtelclip. Das heißt, Sie haben es immer schön transportabel mit dabei. Und das hat eine sensationelle Qualität. How is the sound of this Walkie-Talkie, Kristen? Can you hear me clearly? Ja, alles total klar ist der Sound, meinst du? Ja, also absolut glasklar der Sound. Sie merken, liebe Zuschauer, es ist eine ganz tolle Geschichte und vor allen Dingen ist es hier nicht mit einem Akku betrieben, sondern ganz einfach batteriebetrieben. Die Batterien halten ewig, ich habe es nicht getestet, aber es ist mittlerweile, glaube ich, die 3. oder 4. Präsentation. Zwischendurch habe ich die Geräte noch nicht mal ausgemacht, weil wir zum Teil also auch hier im Studio via Walkie-Talkie miteinander kommunizieren. Das Schöne ist, wenn Sie ganz einfach einen Platz brauchen, um sie zwischendurch mal abzustellen, dann bekommen Sie natürlich auch noch diese praktische Station mit dazu, für beide Geräte gleichzeitig und wenn es dann losgehen soll, wenn Sie natürlich, kann jeder sein einzelnes Gerät nehmen. Sie können auch mehrere Geräte in Reihe schalten und Sie müssen nicht jedes Mal auf den Knopf drücken, wenn Sie das nicht möchten. Manche unserer Kunden nehmen das Gerät also auch gerne mal als Babyphone, weil man eine sogenannte Vox-Funktion einstellen kann. Das heißt, man kann ohne Knopfdruck miteinander kommunizieren. Das ist wie ein Telefon auf Lautstellen, auf Lautsprecher stellen. Und deswegen nutzen es viele als Babyphone. Eins neben das Babybett und das andere ganz einfach in den Raum oder zum Nachbarn mit, wenn man unterwegs ist. Oder auch gerne mal 2, 3 Meter weiter in den Biergarten, wenn man abends unterwegs ist, weiß man immer, was im Kinderzimmer passiert. Hervorragend. Und das für kleines Geld, da hätte ich mir vor 20, 25, 30 Jahren, also würde ich einen dicken Zeh für abschneiden lassen, um so ein Gerät zu haben. Na, da waren ja auch viel größer, ne? Und total unhandlich. 5 Kilo schwer, ja. Solche Kaliber, ja, mittlerweile wiegen die gar nichts mehr. Ich kann nur schätzen, 150 Gramm mehr ist das Ganze nicht hier. Und eine glasklare Schokolade, Qualität. Würde ich sagen, oder weniger noch. Ungefähr, ja. Also großartig, großartig, ja. Kristen, you having fun while talking with this walkie-talkie? Hast du Spaß, wenn wir mit dem walkie-talkie sprechen? Habt ihr Spaß hat? So much fun. Are you having fun? Yeah. It would be funny if we played hide and seek and this is how we had to communicate. Ja, wenn sie Verstecken spielt, das ist natürlich immer eine schöne Geschichte oder mal bei so einer Schnitzeljagd und dergleichen, um ganz einfach zu kommunizieren. Ja? Also eine ganz tolle Nummer hier würde ich auf jeden Fall mitbestellen. Ist ein ganz, ganz toller Platz und eine ganz tolle Neuheit bei uns im Programm. Ja, und vor allem das für kleines Geld, für 23 Euro, unser Platz Nummer 7, die PX2600 und die 569 ist die Bestellnummer. Ist auch mal was Schönes, wenn die Kids zu Besuch kommen, die Enkelkinder, ne, da kann man auch richtig Spaß haben. Auch mal einen Schatz suchen oder Schnitzeljagd, wie wir gesagt haben, ein toller Platz. Und toll geht es weiter und das sollte jeder zu Hause haben, denn man ist jetzt auch zu Hause, weil man vielleicht Urlaub hat oder noch im Homeoffice. Ja, und da heißt das Do-it-yourself, ein bisschen rumbasteln und werkeln mit dem richtigen Werkzeug und dafür sorgt Platz Nummer 6. Ein Akku-Multifunktionswerkzeug ist auf Platz Nummer 6.
Was hat es denn damit auf sich? Das ist ja ein absoluter Hype momentan bei uns. Ja. Ich habe das Gefühl, auch online ist es ein Trend geworden. Ich habe das Gefühl, es ist auch online ein Trend geworden, dass man selbst Sachen eingraviert. Ja, und das ist genau der Punkt. Also unter Akku-Multifunktionswerkzeug verbirgt sich ein kleiner Mini-Dremel. Ja, und Sie kennen wahrscheinlich diese Dremel von früher, die waren ungefähr 5-mal so groß und wahrscheinlich auch 10-mal so schwer, hatten natürlich auch meistens ein Kabel dran. Und wenn man versuchte, irgendwas zu gravieren, dann setzte die Schwungkraft ein, kennt man auch ein Stück weit aus dem Physikunterricht. Und wenn man versucht hat, ganz fein auf einer Uhr, auf einem Schmuckstück etwas einzugravieren, dann wurde das etwas schwierig, weil eben so eine große Maschine das nicht zulässt. Hier sind Sie richtig klein und fein unterwegs. Sie haben über 40 Teile Zubehör. Und es macht ganz einfach Spaß, damit vielleicht mal persönliche Dinge zu gravieren. Ob das ein Stück Holz ist, ob das Metall ist, ob das Glas ist. Ich habe heute Mittag gesehen, dass Kristen ein Glas graviert hat. Das ist Spitzenklasse, weil man sehr, sehr künstlerisch und sehr, sehr fingerfertig und ganz, ganz fein damit arbeiten kann. Im Modellbau ist das absolut unerlässlich. Es sind verschiedenste Fräseaufsätze mit dabei, Schleifaufsätze. Es sind Bohrer mit dabei und. Ein über 40-teiliges Zubehör und das Gerät selber, was man hier sehr schön zu sehen halten kann, schon fast wie einen dicken Eddy, wie einen dicken Kugelschreiber. Ganz präzise, ganz filigran kann man damit arbeiten. Es ist großartig und ausgesprochen beliebt derzeit. Ein schönes neues Hobby vielleicht. Ja, auch mal, wenn du was verschenken möchtest, was personalisieren möchtest, ob es Schmuck ist, ob es ein Feuerzeug ist. Meine Nichte, die hat eine Ballettstange geschenkt bekommen und auch da wurde ihr Name mit eingraviert. Also da kannst du so süße Ideen damit machen. Mhm. Glas, egal welche Oberfläche, das ist ein ganz neues Hobby, was man hiermit entdecken kann. Ja, und wenn es dann heiß wird, und es soll ja jetzt demnächst definitiv sehr heiß werden, dann da muss ein bisschen Abkühlung her, da muss frische Luft her und die gibt es mit unserem nächsten Platz. Hier ist für Sie Platz Nummer 5. Echtes Design-Highlight, unser rotorloser Luftkühler. Ja, und das ist wirklich ein geniales Teil. Und schauen Sie sich mal an, wie leicht Kristen das Ganze hier reinbringt. Normalerweise wäre ich Gentleman, beim nächsten Gerät werde ich das auch sein. Dann helfe ich ein Stück weit mit dabei. Das hier habe ich ihr ohne weiteres zugetraut. Ich muss mal aufstehen, liebe Zuschauer, weil da muss ich etwas ehrfürchtiger dran gehen. Das ist eine Neuheit bei uns im Programm. Aber sehr wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, denn Sie können sich vorstellen, dass bei den Temperaturen, die wir im Laufe des Jahres schon hatten, also März, April, da waren schon ein paar richtig harte Tage mit dabei. Mhm. Ein Wochenende mit teilweise bis zu 30 Grad, ja. Nachts um 11:30. Laden Sie nicht, mein Auto hat es mir angezeigt, Thermometer hat es gesagt, um 23.30 Uhr, 28 Grad Celsius. Ich habe nächtelang kein Auge zugemacht und das wird wieder kommen. Ja. Noch einige interessante Artikel gesehen, wir sind jetzt Mitte Juli angekommen, das bedeutet, da kommt noch ein bisschen was im Sommer. Und da können Sie natürlich so einen Verdunstungsluftkühler hervorragend gebrauchen. Klassische Verdunstungsluftkühler sind schon großartig, aber dieser hier funktioniert rotorlos. Und das bedeutet, der ist noch mal einen Tick leiser als die klassischen Verdunstungsluftkühler, die wir an anderer Stelle anbieten können. Ein fantastisches Gerät. Was macht er? Er sorgt für eine angenehme, kühle Brise. Wir sprechen immer von einer Meeresbrise, weil das Gefühl wahrscheinlich die meisten von Ihnen kennen werden. Wenn man aufgeheizt ist, man ist irgendwo im Urlaub, irgendwo im Süden unterwegs, ja, und wir haben so 35 Grad, das steht da, das heißt, die Brühe läuft Ihnen den Kopf runter, und da kommt vom Meer so eine angenehme Meeresbrise. Und genau das machen wir mit diesem Gerät auch. Klassische Ventilatorfunktion, zuschaltbar eben, der Verdunstungsluftkühler. Hier wird im Gerät ganz einfach auf einer Wabenstruktur Wasser verdunstet, damit Energie und damit einhergehend Wärme entzogen und die Luft, die vorne abgegeben wird, ist ausgesprochen angenehm gekühlt, so zwischen 3 und 5 Grad. Sie können sich in den Luftzug reinstellen oder reinlegen, denn gerade dieser rotorlose Verdunstungsluftkühler ist perfekt, gerade fürs Schlafzimmer. Sollten Sie auf jeden Fall ausprobieren, solange wir noch einen haben, bestellen Sie den bitte. Der wird Ihr ständiger Begleiter sein in den nächsten Jahren. Ein tolles Gerät. Ja, vor allem der ist brandneu, der ist jetzt schon so beliebt bei Ihnen. Ja, also es ist natürlich ein Design-Highlight. Für mich hat er auch einen Design-Award verdient, weil normalerweise hast du ja immer diese Rotorblätter, sieht nicht schön aus, ist eine Gefahr, dass irgendjemand reingreift. Das ist doch mal schick und edel und von einem anderen Hersteller würdest du da locker das 5- bis 6-fache bezahlen. Deswegen seien Sie hier auf der sicheren Seite ZX7019 und die 569 für unseren Platz Nummer 5. Und unser nächster Platz sorgt ebenfalls für Abkühlung. Hier ist für Sie die frische Meeresbrise für zu Hause. Hier ist Platz Nummer 4. Platz Nummer 4, unser Verdunstungsluftkühler mit brandneuer Technik, nämlich mit dem eingebauten Peltier-Element. Moment, warte. So,
Erfrischung auf Knopfdruck, liebe Zuschauer. Und das jetzt noch mal auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Die klassischen Verdunstungsluftkühler sind schon Spitzenklasse, überhaupt keine Frage. Bieten Ihnen die Möglichkeit, die Luft, die vorne abgegeben wird, ganz einfach um ein paar Grad Celsius im Vergleich zur Umgebungstemperatur runterzukühlen. Dann machen wir im Prinzip genau das, was die Natur auch macht, wenn Sie anfangen zu schwitzen. Ja, Sie schwitzen, dass der Schweiß auf Ihrer Haut verdunstet und damit erfahren Sie so etwas wie eine Erfrischung. Genau das macht er auch. Sie haben hier insgesamt vier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, was die Geschwindigkeit des Ventilators angeht. Sie haben aber gleichzeitig natürlich auch diesen Verdunstungsluftkühler drin. Das heißt, das Wasser, was hier im Tank verbaut ist, wird ganz einfach über eine Wabenstruktur verdunstet und vorne kommt gekühlte, angenehm gekühlte Luft heraus, die berühmte Meeresbrise. Jetzt haben wir bei diesem tollen Gerät aber nochmal eine Eigenart, die ganz besonders im letzten Jahr für Furore gesorgt hat, auch in der Presse, auch an anderer Stelle. Denn dieses Gerät hat ein sogenanntes Peltier-Element vorgeschaltet. Peltier haben Sie bestimmt schon mal gehört im Zusammenhang mit Kühlmechanismen an anderer Stelle. Kühltruhen und dergleichen haben sowas ganz gerne mal drin. Hier wird nämlich das Wasser, was verdunstet wird, was für eine angenehme Meeresbrise sorgt, vorher über das Peltier-Element zusätzlich noch mal um bis zu 8 Grad Celsius im Vergleich zur Umgebungstemperatur vorgekühlt, sage ich mal ganz gerne dazu. Dieses vorgekühlte Wasser läuft dann oder wird ganz fein über diese Wabenstruktur vernetzt, wird dort verdunstet. Das passiert alles im Gerät selber. Es wird nochmal Energie und damit Wärme entzogen. Das bedeutet, diese angenehm kühle Brise, die hier vorne rauskommt, ist nochmal ein paar Grad kühler im Vergleich zu einem klassischen Verdunstungsluftkühler. Das ist sensationell. Und ich weiß, es lässt sich wahrscheinlich so empirisch nur sehr schwer messen. Deswegen kann ich nur von meinen persönlichen Empfindungen sprechen. Mit diesem Gerät hier sind wir schon meines Erachtens, wirklich aus meiner persönlichen Überzeugung heraus, schon fast in einem Leistungsbereich einer Klimaanlage angekommen. Wir haben nur einen deutlich geringeren Verbrauch. Wir reden hier von gerade mal 160 Watt Verbrauch. Das sind ein paar Cent, wenn Sie den ein paar Stunden laufen lassen über den Tag verteilt. Und er ist kraftvoll genug, um auf mehrere Meter Entfernung hier die kühle Luft abzugeben. Bitte schnell sein. Ein tolles Designobjekt in Grau, auf Kundenwunsch designt, aber nur noch in ganz, ganz kleinen Stückzahlen zu haben. Bevor die Hitze kommt, sollten Sie ihn bestellen. Das stimmt, der ist so beliebt, der ist auch heute wieder sehr, sehr stark nachgefragt. Kommt übrigens versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause mit der Bestellnummer ZX7002 und der 569. Da kommt ganz normales Leitungswasser rein, also brauchen Sie auch kein Spezialwasser kaufen. Das ist natürlich auch sehr, sehr benutzerfreundlich. Stecker rein, Wunschtemperatur wählen und den Sommer in vollen Zügen genießen. Wäre da noch nicht das schlechte Gewissen, dass wir ein paar Pfunde zu viel haben, wir haben uns zu wenig bewegt. Aber da kann uns unser nächster Platz Abhilfe schaffen, denn das ist der kleine Personal Trainer fürs Handgelenk. Hier ist für Sie Platz Nummer 3. Ja, und auch da bin ich der Meinung, sollte jeder haben, nicht nur um motiviert zu werden, sondern um auch mal einen Gesundheitscheck machen zu lassen. Zumindest mal einen groben Überblick zu haben. Natürlich, danke schön, thank you, Kristen. Natürlich ersetzt so ein sogenanntes Fitnessarmband mit Informationen, zum Beispiel darüber, wie Ihre Herzfrequenz aussieht, wie Ihre Blutsauerstoffsättigung gerade aussieht, wie Ihr Stresslevel aussieht oder wie gut Sie geschlafen haben, natürlich niemals den Besuch beim Arzt. Wenn Sie also ganz auf Nummer sicher gehen möchten, sollten Sie tatsächlich da medizinischen Beistand suchen. Aber um ganz einfach mal einen groben Überblick zu erhalten, um hier ganz einfach mal zu gucken, wie sieht es denn aktuell aus mit meinem Fitnesszustand? Ja, was habe ich für einen Puls? Wie sieht es mit meiner Blutsättigung zum Beispiel aus? Auf welchem Stresslevel bewege ich mich? Habe ich gut geschlafen? Bin ich körperlich eigentlich so, wie ich mich fühle? Also gut in Schuss? Oder ich habe so das ein oder andere Zipperlein. Vielleicht möchte ich da ganz einfach mal schauen, wie sieht es aktuell aus? Genau für solche Geschichten sind solche Fitnessarmbänder bestens geeignet. Ich habe es mir jetzt gerade mal umgelegt. Ich werde Ihnen auch gleich die passende App dazu zeigen, die Sie natürlich kostenlos auf Ihr Handy runterladen können. Hersteller ist egal, geht also auch entsprechend mit einem iPhone genauso gut wie mit einem Android-betriebenen Gerät. Und jetzt lasse ich mir ganz einfach mal hier den Puls messen. Normalerweise müsste ich den Mund halten, aber Sie sehen schon, hier baut sich die Kurve auf. Das heißt, dieses Gerät misst gerade aktuell meinen Puls. Gucken wir mal gerade. Das zeigt uns an, ne, den Puls, ja? Genau. Müssen wir einen Moment warten, Sekunde. Es ist natürlich toll. Weil gerade wenn man sich nicht gut fühlt, man nimmt das Armband und lässt sich einfach mal Herzfrequenz oder Puls anzeigen. 84. Das geht so schnell. Ja, und das für 37,99 €, das kann ja noch viel mehr. Aber wie schnell das auch geht, ich bin überrascht, Carsten. Ja, normalerweise hast du es hier am Handgelenk. Und ich rate Ihnen auch, das Gerät ganz einfach am Handgelenk zu belassen. Denn hier kann man tatsächlich einfach mal gucken, was ist denn eigentlich Sache. Und das gerne auch mal in einer Langzeitbeobachtung. Denn die Applikation, die App, die Sie brauchen, laden Sie sich ganz einfach auf Ihr Handy runter. Und dann haben Sie das alles immer sehr schön
schon im Griff. Die Herzfrequenz zum Beispiel, auch hier mal im Durchschnitt. Von mir aus die letzten Tage und dergleichen. Also da kann man sich natürlich auch mal so eine Langzeitbeobachtung gönnen, mit dem Arzt ganz einfach mal sprechen, Stresslevel und natürlich auch sportliche Erfolge ganz einfach vernünftig im Blick behalten. Der misst also wirklich alles, Herzfrequenz, Stresslevel, Blutsauerstoffgehalt und dergleichen noch sehr viel mehr. Aber das werden Sie selber entdecken. Tolles Gerät, kann ich wirklich nur empfehlen. Entdecken Sie unser tolles Fitnessarmband mit der Bestellnummer ZX5068 und der 569. So viele tolle Funktionen, die man da immer wieder entdeckt. Und ich bin überrascht, 37,99 € ist natürlich auch ein toller Preis, weil solche Fitnessuhren findest du ja normalerweise für 100, 200, 300 Euro. Also das ist ein fantastischer Einstiegspreis. Probieren Sie es aus, gerne auch mehrfach zu greifen. Für Kinder und Enkelkinder kann jeder gut gebrauchen. Und unser nächsten Platz kann auch jeder gut gebrauchen. Denn das ist ein absoluter Problemlöser. Denn Pearl TV steht ja für Problemlösungen. Und hier ist für Sie Platz Nummer 2. Und auf Platz Nummer 2 hat es unser WLAN HDMI Streaming Empfänger geschafft. Ja, der eine oder andere wird jetzt zu Hause sitzen und sagen, WLAN HDMI Streaming Ding, was ist das denn? Ja. Aber ich möchte wetten, dass viele von Ihnen wahrscheinlich ein Smartphone oder einen Tablet-Computer besitzen. Wenn Sie einen Tablet-Computer haben, so mit ein paar Zentimeter mehr Bilddurchmesser, so dass man von mir aus mal bei YouTube ein schönes Video schauen kann, so ein Gerät, sind Sie schon mal ganz vorne mit dabei, haben Sie ein klassisches Smartphone, sieht die Welt schon wieder anders aus. Die haben ein paar Zentimeter Bilddiagonale und egal wie hochauflösend die Bildschirme mittlerweile sind, die Displays von den Handys, sie haben einen Nachteil, sie sind klein. Das heißt, wenn man sich mal ein bisschen was anschauen möchte oder man bekommt mal ein Dokument zum Lesen, ein Schriftstück, muss man immer alles etwas größer machen und dann kann ich wirklich alles auf einmal sehen. Deswegen wäre es doch sinnvoll, wenn Sie all das, was Sie auf dem Handy oder auf dem Tablet haben, ganz einfach mal groß auf dem Fernseher zu Hause, auf Ihrem 55, auf Ihrem 60-Zöller, in einer tollen Auflösung, gerne also auch mal in dieser 4K UHD-Qualität gestochen scharf schauen könnten. Ja? Und genau das kann dieses kleine Gerät. Alles, was Sie tun müssen, ist bitte dieses kleine Gerät über den entsprechenden HDMI-Anschluss, deswegen heißt der HDMI, WLAN HDMI Streaming-Empfänger, mit einem freien HDMI-Slot an Ihrem Fernseher verbinden. Die modernen Fernseher haben alle 2, 3 oder 4 Stück davon. Da muss noch eine Stromzufuhr dazu, das Kabel ist mit dabei, per USB wird das Ganze geladen. Sie packen dieses Kerlchen genauso wie Ihr Handy auch in das zu Hause befindliche WLAN-Netzwerk mit rein und können jetzt die Inhalte von Ihrem Smartphone, von Ihrem Tablet-Computer ganz einfach auf dem großen Fernseher schauen. Also praktisch wie so ein Smart-TV, ne? Ist wie ein Smart-TV, wenn du so möchtest. Manche Fernseher können das also auch via Kabel. Wie lang ist so ein Kabel? Meter, Meter 20. Da müssen Sie also immer mehr oder weniger mit der Nase vom großen Fernseher sitzen. Hier haben Sie bis zu 10 Meter Reichweite, können ganz entspannt auf dem Sofa sitzen mit der ganzen Familie, mal die Urlaubsfotos durchblättern und das eben nicht auf so einem kleinen Mini-Bildschirm, sondern riesengroß auf über 50 Zoll Diagonale und das in bis zu 4K Qualität. So sollen Urlaubsfotos sein. Das ist der Dia-Abend des 21. Jahrhunderts. Auch Videos, Spiele, all das kann man ganz hervorragend hier ganz einfach und problemlos für ein paar Euro 50 auf den großen Fernseher streamen. Darauf habe ich schon viele Jahre gewartet und bin sehr glücklich, dass wir das hier im Programm mit anbieten können. Wow. Ja, damit bringen Sie kleine Inhalte ganz groß raus. Kleines Geld, 28,49 €. Und damit macht man aus Alt-Neu, also aus dem alten Fernseher, in Anführungszeichen, einen tollen, hochwertigen Smart-TV. Ist natürlich gigantisch und wir kommen zu unserem gigantischen Gewinner. Es ist ein absolutes Highlight. Hiermit lassen wir Männerherzen höher schlagen. Wir heben ab in die Lüfte mit Platz 1. Der höchste Neueinsteiger überhaupt. Ganz neu bei uns und jetzt schon auf Platz Nummer 1. Die Rede ist natürlich von unserer Drohne. So, das ist jetzt mal ein richtig amtliches, wie soll man es nennen, Spielzeug. Arbeitsgerät. Suchen Sie sich bitte ein bisschen was Passendes aus, meine Herren. Vielleicht argumentieren Sie es zu Hause bei der Geschäftsleitung als Arbeitsgerät, um ganz einfach mal zu schauen, wie sehen denn die Dachziegeln aus oder ist denn die Regenrinne verstopft. Vielleicht möchten Sie ja mal ein schönes Foto oder mal eine schöne Videoaufnahme von oder Ihrem Grundstück. Oder vielleicht auch einfach, Schatz, ich habe was Schönes gesehen, das möchte ich mir gerne kaufen. Warum auch nicht? Die Ehefrau wird es auch verstehen, oder? Das macht einfach Spaß. So einfach ist das? Ja. Natürlich. Schatz, ich habe was entdeckt, was ganz, ganz viel Spaß macht. Ja, und es macht unglaublichen Spaß. Ich warne Sie vor, wenn Sie
ein einziges Mal einen solchen Quadrocopter in Betrieb hatten, wollen Sie nie wieder was anderes haben. Und das Geniale ist bei diesem fantastischen Gerät, Sie sehen, ich habe ihn eingeschaltet und schon aktiviert sich natürlich die Kamera. Und das ist eine sogenannte Drei-Achsen-Gimbal-Technologie, so nennt sich das. Und jetzt, wenn Sie Aufnahmen machen möchten, wenn Sie Videoaufnahmen machen möchten, und das können Sie gerne in bis zu 4K-Qualität, ich hoffe, Sie können das erkennen hier, dreht sich die Kamera nicht mit. Wenn die Drohne jetzt hier auf die Seite fliegt zum Beispiel, Sie fliegen nach links oder Sie fliegen nach rechts, wie zeige ich euch das am besten? Guck mal hier. So. Sie würden nach links fliegen, das heißt, die Kamera würde sich abkippen, das heißt, im falschen Winkel zu Ihnen stehen. Sehen Sie vorne die Kamera? Dieses kleine Objekt da vorne? Das bleibt genau in der Achse, wie es sein muss. Sehen Sie das? Das ist ja unglaublich. Unglaublich flüssige Bilder, stabil. Und das bei einer Reichweite von bis zu 800 Metern. Das ist richtige Profiqualität. Eine Drohne der absoluten Extraklasse. Normalerweise mit so einer Technik für den Satz unmöglich zu haben. Geliefert natürlich in dieser praktischen Transportbox. Alles schön und vernünftig sortiert. 25 Minuten Flugzeit ist auch schon eine kleine Sensation. Und jetzt lassen wir das Kerlchen natürlich mal fliegen. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf auf Platz Nummer 1. Macht unglaublich viel Spaß. Gucken wir mal gerade. Dafür setze ich mal gerade in die Startposition. Und dann schauen wir uns das ganze Spektakel ganz einfach mal in der Luft an. So. So, bitteschön. Ready for takeoff. Fernbedienung einschalten. Das Ganze koppeln. So schnell geht das Ganze. Und jetzt wollen wir noch mal gucken. So. So, da ist er auch schon. So schnell ist er einsatzbereit. Sie haben ihn gesehen. Ich habe ihn ausgepackt, auseinandergefaltet. Die Flügel sind einfaltbar. Und jetzt geht das Ganze in die Luft. Wir haben einen sogenannten Optical Flow. Und das bedeutet, diese Drohne, dieser Quadrocopter ist ausgesprochen stabil in seinem Flugverhalten. Und Sie werden selbst als blutiger Anfänger, der noch nie mit irgendwie solchen Fluggeräten unterwegs war, einen Heidenspaß haben. Natürlich können Sie die Geschwindigkeit selber beeinflussen. Sie werden vielleicht am Anfang eher mal die etwas langsamere Variante wählen. Und wenn Sie etwas stabiler sind im Flugverhalten, dann machen Sie es ganz einfach wie die Profis und fliegen ganz einfach wie immer Ihre stabilen Runden. Sie sehen, wie die Kamera, ich hoffe, Sie können es erkennen jetzt hier, wie die Kamera, egal ob ich jetzt nach links oder nach rechts fliege, immer in der gleichen Achse bleibt. Und das bedeutet, Sie haben ein stabiles Bild. Sie haben natürlich noch weitere Funktionen, die ich Ihnen jetzt hier nicht zeigen kann, weil wir im Studio kein GPS haben. Was draußen der Fall ist, ist natürlich auch eigentlich eher eine Drohne für den Außeneinsatz. Ja, ist klar. Sie haben eine sogenannte Tracking-Funktion. Das heißt, das Bild, was diese Drohne liefert, können Sie jetzt jederzeit auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet-Computer live mitverfolgen. Macht unglaublichen Spaß, wenn man Dinge sieht, die man normalerweise aus dieser Perspektive niemals zu sehen bekommen hätte. Und Sie können jetzt hier einzelne Personen zum Beispiel markieren. Die Drohne folgt dieser Person, folgt auch Ihnen, wenn Sie möchten. Sie können sich aufs Fahrrad setzen, drücken ein Knöpfchen und die Drohne folgt Ihnen wie ein Schoßhündchen. Hat nichts mit Instagram zu tun, ne? Hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber schau dir mal an, wie stabil diese Drohne hier fliegt. Wow, gucken Sie sich das an. Und das bitte guck mal, was ist denn für eine Power? Der Teppich hebt sich hier schon ab. Ja, ein bisschen so tiefer. So viel Power hat diese Drohne. Ja. Wahnsinn. Ja, so. Sie sehen, wie stabil die Drohne in der Luft liegt jetzt hier. Sie werden irgendwann nach dem zweiten, dritten Mal wahrscheinlich auch blind dieses Gerät steuern können. Kann man auch jederzeit über Smartphone steuern, wenn man das möchte. Muss man aber nicht unbedingt. Die Fernbedienung ist großartig jetzt hier. Wobei die auch noch eine Halterung hat, um das Smartphone einzuklemmen. Die hat auch noch eine zweite Kamera, ne? Die hat eine sogenannte zweite Kamera und die zweite Kamera zeigt auf den Boden für den sogenannten Optical Flow. Und das ist der Grund, warum die Drohne so unglaublich stabil fliegt. Ja, ich muss hier gar nichts Großartiges machen. Ich habe sie zwar im Griff, klar, weil ich hier nicht möchte, dass ich irgendwo gegen die Kamera fliege oder sowas alles. Ja, aber alles in allem könnte ich die Fernbedienung jetzt auch weglegen. Die würde ihre Position halten. Und selbst wenn sie irgendwann mal merkt, dass der Akku leer ist, hole ich die ganz einfach mit einem einzigen Tastendruck wieder auf ihre Startposition zurück. Leicht und easy geht das hier. Und das macht den Traum vom Fliegen ganz einfach wahr. Das ist mal genau das, was du brauchst, wenn du mit dem Sohnemann ganz einfach mal draußen unterwegs bist. Früher hast du Fußball mitgenommen, machst du ja heute, aber zwischendurch lässt du mal eben so einen Quadrocopter starten und filmst das Ganze mal aus der Vogelperspektive. Du bist dein eigener Pilot und das ist sensationell. Und das, was du mit der Drohne aufzeichnest, kannst du auch jederzeit natürlich hier auf dem Smartphone, auf dem Tablet speichern. Ein einziger Tastendruck genügt. Also damit kommt wirklich jeder zurecht. Man sagt, normalerweise sollte man Erwachsener dabei sein, ja, aber Sie werden sich um die Fernbedienung streiten. Selbst Ihre Gattin, meine Herren, wird Spaß dran haben. Das kann ich Ihnen jetzt schon garantieren. Unsere Mädels sind da heiß drauf wie Frittenfett. Mm. Cool, ne? Das ist richtig cool, weil mich beeindruckt auch, dass sie so stabil in der Luft liegt. Das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal. Es gibt so ganz billige Drohnen, die schwaudeln dann in der Luft. Die hat man kaum unter Kontrolle, selbst als Profi. Aber die ist für Anfänger und Profis gleichermaßen geeignet. Ja. Kennst du das Wort Schwaudeln? Wie heißt das Wort? Schlauden?
Also, wenn das so, wenn das so hin und her geht in der Luft. Nee, schwaudeln kenne ich nicht. Wahrscheinlich so ein Begriff aus dem Osten. Naja, gut. Also, die Billigen wackeln immer hin und her und die Teuren haben eben hier das Gyroskop eingebaut. So, wir haben jetzt hier unsere Top 10 Show abgefrühstückt. Seien Sie schnell bei den Funkgeräten, die sind schon sehr, sehr stark nachgefragt. Zum Beispiel Gisela und Andreas haben bestellt. Aber auch unsere Drohne ist heute wieder ein Bestseller. ZX5085 und die 569 ist die Bestellnummer. Rufen Sie jetzt an 0800 51 51 und 3x4 und sichern Sie sich diese Neuheiten aus der Top 10 Show. Viel Spaß. Tschüss.